Heute gibt es die Top 3 Learnings aus den Kundengesprächen bei der A&M. Wenn dir das gefällt, lass uns gerne schon mal ein Abo und ein Like da und dann bis gleich. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist immer noch Nico Becker. Wir kennen uns schon aus den vorherigen Videos. Heute in weihnachtlicher Atmosphäre mit unserem Christbaum im Hintergrund. Und wir werden heute über die Top 3 Learnings aus den Kundengesprächen bei der A&M, ja, werden wir drüber sprechen. Ganz kurz zu mir, ich habe mich natürlich schon mal vorgestellt, aber ich führe bei uns bei der A&M hauptsächlich Kundengespräche, das heißt, ich spreche den ganzen Tag mit unseren Partnern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und kannst dir sicherlich vorstellen, bei einigen Gesprächen kommt da einiges zusammen. So, du hast dich vielleicht auch schon mal gefragt, okay, wie machen das jetzt andere Partner von mir? Die Krise steht vor der Tür, ja, du kennst vielleicht andere Partner, wie machen die das? Und wir können darauf natürlich sehr, sehr gute, ja, Antworten einfach liefern. Und das erste Learning, was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, und das haben wir schon, ja, einige Male hier thematisiert auf unserem Kanal, ist das Thema Vertrieb. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausschlachten oder zu sehr ins Detail gehen. Du hast dazu in einzelnen Disziplinen, hast du von uns schon Videos bekommen. Mir geht es vor allem darum, dass du verstehst, dass Vertrieb bei dir im Unternehmen eine, ja, einzelne Rolle einfach werden muss. Also ich bekomme das leider Gottes in den Kundengesprächen immer noch viel zu häufig mit, dass der Geschäftsführer selber noch stark im Vertrieb involviert ist. Klar, es kommt ein bisschen auf die Unternehmensgröße an am Ende des Tages, aber guck, dass du für den Vertrieb Prozesse schaffst, guck, dass du es im besten Falle auch, ja, mit mehreren Leuten machst, also einfach auch Leute fest dafür anstellst, deine Produkte zu verkaufen, und guck, dass du auf jeden Fall, und das habe ich auch schon einige Male erwähnt, das Thema Vorqualifikation bei dir durchführst, weil das Jahr, was uns jetzt bevorsteht, also wir nehmen das Ganze jetzt noch 2022 auf, das Jahr 2023 wird wahrscheinlich auch nochmal turbulent werden, es werden viele Bewegungen einfach am Markt sein und es wird faktisch gesehen der am weitesten kommen, der, ja, vertrieblich gut dasteht. So. Und das muss einfach bei dir oder bei dir im Unternehmen muss das implementiert werden. Das heißt, wenn du jetzt noch die Situation hast, dass vielleicht eine Assistentin oder sowas Vorgespräche führt oder du musst selber noch Angebote schreiben oder es gibt niemanden, der die Angebote nachverfolgt, dann guck, dass du entweder Kapazitäten dafür zur Verfügung stellst bei dir im Unternehmen oder im besten Fall jemanden einstellst, der sich darum kümmert, dass du ihn halt da dahingehend auslernen oder ausbilden kannst, dass er diese Prozesse bei dir im Unternehmen, ja, einfach übernehmen kann, damit diesem Thema, ja, eine Rolle zugewiesen wird für 2023 und die Jahre danach. Das zweite Thema, was ich hier mitgeben möchte, ist auch ein elementares Thema, und zwar geht es um, ja, ich sage jetzt mal, die eigenen Glaubenssätze. Und wir müssen uns einfach, hatte ich gerade eben schon ganz kurz erwähnt, wir müssen uns ganz klar vor Augen führen, dass das nächste Jahr, so genau wie das Jahr 2022, nicht normal wird. Das heißt, Dinge werden sich verändern. Das Thema Online-Marketing spielt im Fachhandel und im Handwerk wahrscheinlich so eine große Rolle wie nie zuvor. Und das führt einfach dazu, dass man gewisse Dinge ändern muss, beziehungsweise anders angehen muss, als man es vielleicht die letzten 10 Jahre gemacht hat. Das klingt jetzt immer so ein bisschen belehrend, das soll es auf gar nicht, also soll auf jeden Fall nicht so rüberkommen. Aber was ich hier mitgeben kann aus den Gesprächen, die ich halt wirklich jeden Tag führe mit unseren Partnern, ist, dass man jetzt andere Strategien fahren muss, vor allem auch im Vertrieb, um eben erfolgreich zu sein oder zu bleiben. Ja, das ist zum Beispiel ein ganz klassisches Thema mit der Nachverfolgung. Ich spreche sehr, sehr häufig mit Kunden oder ich kriege auch die Aussage ganz oft mit, ja, ich renne ja meinem Kunden nicht hinterher. So, das kann man machen, aber unterm Strich ist ja nur eine Sache wichtig, und zwar, wie viel Umsatz wird letzten Endes generiert, wie viel Geld kommt in die Firma rein. Und wenn es dafür notwendig ist, einem Kunden hinterher zu rennen, also im Grunde genommen ja nur Follow-up zu betreiben, Wiedervorlage zu machen, dann muss das passieren. Egal, ob ich das gut finde oder schlecht finde oder ob ich das die Jahre davor anders gemacht habe, ich muss in anderen Zeiten, in anderen Bedingungen auch meine Prozesse überdenken, meine Strategie einfach überdenken und muss auch gewisse Dinge anders machen. Also worauf ich hinaus möchte ist, man muss jetzt wahrscheinlich in mehreren Situationen mal ein bisschen über seinen Schatten springen nächstes Jahr, 2023. Ja, und muss einfach vielleicht auch Dinge ablegen, die man bisher gemacht hat, auch wenn sie bisher erfolgreich waren. Wenn man jetzt das Feedback bekommt, okay, ich habe damit nicht mehr den Erfolg, den ich die letzten Jahre hatte, dann muss ich was anderes machen. Wenn du jetzt nicht genau weißt, was das ist, komm gerne auf uns zu. Wie gesagt, wir haben die Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit aktuell über 700 Partnern und können das problemlos natürlich weitergeben an jeden, der es letzten Endes wissen möchte. So, und wie gesagt, zweite Sache, die auf jeden Fall wichtig ist und wichtig sein wird, überprüfe deine Prozesse regelmäßig, guck, ob sie noch zeitgemäß sind, ganz einfach gesagt. Und ja, wenn es nicht mehr zeitgemäß ist, dann wird es Zeit, das Ganze abzuschaffen. Die dritte Sache, die extrem wichtig wird, oder wichtig ist eigentlich schon immer, aber jetzt noch viel wichtiger wird, ist das Thema Bestandskundenbetreuung. Weil wir sind an dem Punkt, wo die Nachfrage am Markt sehr wahrscheinlich sinken wird, beziehungsweise auch schon gesunken ist in den letzten Monaten. Und was wir uns da einfach vor Augen führen müssen, ist, der beste Kunde, den du haben kannst, ist jemand, der schon mal bei dir gekauft hat.
Das geht natürlich nicht für jedes Produkt. Also die Küche kannst du nicht jedes Jahr neu verkaufen, das denke ich klar. Oder ein Terrassendach auch nicht. Aber du kannst auch bei Bestandskunden immer wieder vielleicht kleinere Aufträge machen. Du kannst darüber Empfehlungen bekommen. Es wird alles weniger. Also Empfehlungen werden weniger, die werden jetzt nicht mehr einfach so letzten Endes passieren. Aber wenn du einen zufriedenen Kunden hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass er dich empfiehlt oder dass du vielleicht darüber an einen neuen Auftrag einfach rankommst. Deswegen auch hier wieder, man muss anfangen, Prozesse zu schaffen. Also wenn das Thema Bestandskundenbetreuung oder Kundenzufriedenheit bei dir im Unternehmen noch gar keine Rolle spielt, dann guck, dass du dafür anfängst, einen Prozess aufzusetzen. Ja, dass du wirklich dir auch überlegst, okay, was kann ich tun, nachdem jetzt die Küche verbaut wurde, nachdem das Dach verbaut wurde, um meinen Kunden weiter zufrieden zu halten? Was kann ich tun, um ihn weiter zu betreuen? Was kann ich tun, um ihm vielleicht auch in Zukunft etwas zu verkaufen? Das sind alles Umsatzquellen, die vorhanden sind, die du vielleicht gar nicht so sehr siehst oder auch gar nicht ausschöpfst bisher, weil es gar nicht notwendig war, weil das ja Neukundengeschäft funktioniert hat. Es wird ja auch nächstes Jahr noch funktionieren oder in den nächsten Jahren, ohne Frage. Nur man muss sich natürlich jetzt auch die Frage stellen, okay, was gibt es vielleicht für mich noch an alternativen Umsatzquellen? Und da ist das Bestandskundengeschäft einfach eine Sache, die im Fachhandel sowohl als auch im Handwerk noch nicht so stark genutzt wird, wie man das machen könnte. Und das ist so, ja, das Hauptlearning oder die drei Hauptlearnings, die ich dir mitgeben kann. Wie gesagt, alles aus der Praxis, alles aus Gesprächen, die ich führe. Und ich kann dir garantieren, wenn du die drei Dinge umsetzt und für dich implementierst, dann wird auch so eine Krise, wie wir sie jetzt wahrscheinlich gerade haben oder die uns bevorsteht, die wird für dich keine großen Auswirkungen haben. Beziehungsweise wirst du sie nicht so stark spüren wie andere. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Und wenn du dazu Fragen hast, wie gesagt, dann komm gerne nochmal auf uns zu, besuch unsere Webseite, melde dich bei uns, wir können dir da gerne weiterhelfen. Wir haben eigentlich für jede Situation eine Blaupause, die wir so anwenden können. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß bei den nächsten Videos. Bis dahin, mach's gut.